I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. Okay. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Ist dann wohl doch nicht unser Raum. Auch sehr nice. In der Unterwasserwelt. Und der Eisenbahn. Louis told me there were secret passages, but I never believed him. 20,000 leagues under the sea? Vielleicht hierfür? Würde zumindest so aussehen. Spannend. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Okay, jetzt möchte ich doch zuerst, bevor wir da lang gehen, kurz schauen, ob wir auf den Estrich kommen. Weil dann ist wahrscheinlich eher der Estrich versperrt. Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. Ja. Aber das Kabel ist interessant, dass hier hochgeht. Für was ist das wohl gebraucht worden? Secret Passageways. Spannend. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. Milton. But I had no idea what was behind that door. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Das Zimmer von Molly. Na, haben wir hineingeschaut durch die Tür? Wahrscheinlich kommen wir durch diese ganzen Geheimgänge irgendwie in alle Räume rein. Orcas Island Coves. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Und jetzt bist du finally drin. Ziemlich cool. Im Schaft, also Schrank für die Deutschen, einfach ein Secret Passageway. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Wie nice. Molly. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Ja, kann ich verstehen. Ich meine, 17 Jahre lang hast du wahrscheinlich durch das Guckloch geschaut und nie warst du drin. Und jetzt bist du endlich hier. In diesem Raum. Was für ein Ausblick. Dezember 1947. Barbara, Molly, Eddie, Sven. Ein abgetrennter Seestern. Molly hat wohl hier diese ganzen Insekten gesammelt, wie es aussieht. Molly Finch. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Was? My Halloween candy was all gone. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Und wo ist der Hamster? Oder was hat sie gesagt? Rattenfutter? Aber offensichtlich war ja schon länger hier niemand drin. Denn die ganzen Pflanzen sind schon tot. Ich dachte schon daran. I thought about eating Christopher, but I held back. Was? Zum Glück. Christopher der Fisch. Ich
Ich weiß, wir können durch die Tür, also die Eingangstür. I kept eating and eating. Eine ganze Zahnpastatube? I ate a lot of things that night. Oh! Sind diese Beeren nicht giftig? Ich glaube, das könnte vielleicht der Grund sein. Then I heard chirping outside my window. Warum Molly nicht mehr da ist. Ja, warte kurz. Mom, can I come out now? Okay. Sweetheart, it's late. Go to sleep. Ich glaube, das ist der Grund, warum Molly nicht mehr da ist. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. Oder ist sie aus dem Fenster gefallen? And suddenly, I was a cat. What the fuck? I tried to be quiet, but the bird was really scared. Was zum Teufel? Es ist kurz vor Weihnachten, wie es aussieht. Muss ich das verstehen, was hier gerade passiert? Mom and Dad didn't even look at me. I jumped and I almost got her. Was passiert hier? Wo ist der Vogel hin? I could tell she was getting really tired. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Ich bin gerade ein bisschen geflasht, weil ich nicht verstehe, was hier passiert. A mama rabbit. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. What? Was passiert hier? Ich glaube, sie träumt. Oder vielleicht ist sie schon ohnmächtig wegen I rolled off a cliff and into the ocean. Now, diesen I was Bären. Hungrier than ever. Ist das eine Robbe? I wanted fat, juicy seals. I tore off her flipper. Tasted really good.
es nicht. Everything had changed. Ein Oktopus. Wir sind auf dem Schiff. Now I was a monster and I smelled people everywhere. Zum Schluss essen wir jetzt offensichtlich eine Person. Lecker. Lecker Menschenfleisch. I wanted to stop, but also I did it. Das Lied. Smell went into an old pipe. Die Vorstellungskraft von Kindern manchmal. Aus der Toilette raus. I got closer and closer. Unser Zimmer. All my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Also sprich, die Erklärung ist, dass sie jetzt von einem Monster gefressen wurde. Gut. Kann sein. Wer weiß. Ich meine, das ist der Oktopus. Why not? Right.